Hier sind wir wieder bei der Frage der Glaubwürdigkeit angelangt. In Russland glaubt vielleicht jemand daran, aber der Rest der Welt glaubt ihm nicht. Von 20 westlichen Ländern wurden mehr als 100 russische Diplomaten ausgewiesen, weil jeder Russland für schuldig hält. Also, wenn Sie das Thema der Substanz zu Ende besprechen wollen, am Samstag haben wir ein Dokument mit den Ergebnissen des Zentrums für chemische Analysen in der Schweizer Stadt Spiez präsentiert. Dies ist eines dieser vier Labors, das die Substanz A234 in hoher Konzentration entdeckt hat. Aber Sie haben auch gesagt, dass... Also vertrauen Sie der OPCW nicht? Die Frage ist sehr einfach. Anscheinend vertrauen Sie ihr nicht. Für einen Briten haben Sie sehr schlechte Manieren. Herr Lavrov, willkommen bei Hard Talk. Letzte Woche war die ganze Welt zutiefst beunruhigt über die Möglichkeit einer direkten militärischen Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Wie nah war dies Ihrer Meinung nach? Ich denke nicht, dass wir sehr nah dran waren. Ich finde, diese Situation wurde von unseren westlichen Kollegen geschaffen, die sich äußerst verantwortungslos verhalten haben. Sie beschuldigten die syrische Regierung und uns als die Verbündeten der syrischen Regierung des Einsatzes von Chemiewaffen gegen die Zivilbevölkerung, ohne abzuwarten, bis die OPCW-Ermittler den Tatort untersuchen. Genau zu dem Zeitpunkt, als die OPCW-Vertreter bereit waren, vom Libanon nach Syrien zu reisen, wurden diese Angriffe durchgeführt. Wie die Vertreter unseres Militärs erklärten, ist der Kommunikationskanal zur Konfliktlösung pausenlos aktiv. Ich würde gerne Folgendes richtigstellen und bitte Sie, keine Fachsprache zu verwenden. Verstehe ich es richtig, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten Sie im Vorhinein über die bevorstehenden Anschläge informiert und Sie darauf hingewiesen haben, dass kein Gegenschlag seitens Russland erfolgen wird? Ich möchte bei diesen Arbeitskontakten zwischen den Militärs nicht ins Detail gehen. Das russische und amerikanische Militär haben einen Kommunikationsweg, sowohl zwischen den beiden Hauptstädten als auch auf syrischem Boden. Und sie diskutieren und diskutieren noch immer diese und andere Dinge ziemlich professionell. Sie verstehen einander. Vielleicht verstehen sie die Gefahr solcher Abenteuer so gut wie kein anderer. Herr Lavrov, diese Krise ist noch nicht zu Ende, stimmt das? Das hängt von denjenigen ab, die diese Krise verursacht haben. Wenn man die Aussagen Ihrer Diplomaten ansieht, dann ist diese Schlussfolgerung naheliegend. Ihr US-Botschafter hat gesagt, dass die Luftschläge, die wir gesehen haben, Konsequenzen haben würden. Wladimir Putin bezeichnete sie als illegalen Aggressionsakt. Die Welt will nun wissen, was hat Russland vor? Das ist eine Tatsache und die Konsequenzen, ja, es wird zweifellos Konsequenzen geben. Ich würde sagen, wir haben die letzten Reste des Vertrauens in unsere westlichen Freunde verloren, die lieber auf der Grundlage ihrer sehr seltsamen Logik handeln. Wenn wir sie bestrafen, dann sind sie schuldig. Sie bestrafen zuerst, wie bei dem Vorfall in Salisbury, und warten dann, bis Scotland Yard seine Untersuchung beendet. Zuerst bestrafen sie für Duma in Syrien und warten dann, bis die OPCW-Prüfer kommen und den Tatort untersuchen. Das Trio der westlichen Länder arbeitet nach dem Prinzip, wenn wir sie bestrafen, dann sind sie schuldig. Die Vorfälle, die Sie gerade erwähnt haben, den Vorfall in Duma und den Skripal-Fall, werden wir noch ausführlicher besprechen. Aber davor wollte ich mit Ihnen noch über den Stand unserer diplomatischen Beziehungen sprechen. Die ständige Vertreterin der Vereinigten Staaten bei der UN, Nikki Haley, sagte, dass die US-Streitkräfte in voller Kampfbereitschaft bleiben. Wenn Sie solche Aussagen hören, wie reagieren Sie? Ich denke, dass Sie bei sich zu Hause in Washington aufräumen sollten. Wir verstehen, dass Aussagen solcher Art nur der oberste Befehlshaber oder die Militärleitung machen kann. Wie ich schon sagte, haben das russische und amerikanische Militär einen Kommunikationskanal zur Konfliktlösung für die Situation in Syrien. Aber das sind vertrauliche Informationen.
Sie sagten, es gebe kein Vertrauen, null Vertrauen zwischen Russland und den USA. Ich sagte, dass wir die letzten Reste des Vertrauens verloren haben. Reste bedeutet noch nicht die volle Abwesenheit. Noch nicht die volle Abwesenheit. Ich frage mich nur, ganz banal gesagt, Sie sind der Außenminister der Russischen Föderation. Wenn Sie morgens aufwachen und bei Twitter die Worte des Präsidenten und Oberbefehlshabers der Vereinigten Staaten lesen, der schreibt, bereite dich vor, Russland, jetzt werden unsere schönen, neuen, smarten Raketen zu dir fliegen. Was denken Sie diesbezüglich? Ich denke diesbezüglich, dass der Präsident der Vereinigten Staaten etwas bei Twitter geschrieben hat. Und wie reagieren Sie auf diese Tweets? Probieren geht über Studieren, wie Sie wissen. Wir haben gewartet, wie sich diese smarten, neuen und was war denn noch, schönen Raketen bei einem Angriff zeigen werden. Laut unseren Berechnungen haben 2/3 der Raketen das Ziel nicht erreicht, weil sie erfolgreich abgefangen wurden. Aber dafür gibt es absolut keine Beweise, richtig? Das russische Verteidigungsministerium legt seine Einschätzung vor und ist bereit für eine professionelle Diskussion zu diesem Thema. Wir kommen auf die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Informationen, die alle Beteiligten in diesem Konflikt vorlegen, noch zurück. Aber lassen Sie uns jetzt ein wenig über Diplomatie sprechen. Sowohl die britische Premierministerin Theresa May als auch der französische Präsident Emmanuel Macron erwähnten klar in ihren Aussagen, das einzige Ziel dieser Operation, die wir gesehen haben, sei gewesen, den weiteren Chemiewaffeneinsatz durch die syrische Regierung zu verhindern. Die Operation zielte in keiner Weise darauf ab, den Verlauf des Syrienkrieges zu beeinflussen und war sicherlich nicht auf einen Regimewechsel in Damaskus gerichtet. Sind Sie damit einverstanden? Wenn man Ihren Worten glaubt. Sind Sie damit einverstanden? Nein, sind wir nicht. Ihre Sendung heißt eigentlich Hard Talk, aber wir brauchen Hard Facts. Diese Aussage höchstwahrscheinlich ist wirklich lächerlich. Diese Strategien unserer westlichen Freunde. Verzeihen Sie, wenn Sie höchstwahrscheinlich sagen, was meinen Sie damit? Den Schlussbericht der Experten darüber, dass das Militär des Präsidenten Assads in Duma Chemiewaffen eingesetzt hat? Wenn ich höchstwahrscheinlich sage, meine ich damit, dass dies eine Neuerfindung der britischen Diplomatie ist, womit sich das Vereinigte Königreich schützt, wenn es Menschen bestraft. Sie behauptet, dass diese Menschen höchstwahrscheinlich schuldig sind. Wissen Sie, Lewis Carroll beschreibt im Buch Alice im Wunderland eine Gerichtsszene und man kommt darauf, dass die Geschworenen beteiligt sein könnten. Als der König fragt, vielleicht hören wir den Geschworenen zu, schreit die Königin, keine Geschworenen, zuerst die Strafe und dann das Gerichtsurteil. Genau das ist die Logik des Ausdrucks höchstwahrscheinlich. Gut, das ist Ihre Meinung. Lassen Sie uns genauer darüber sprechen, was in Duma passierte. Darf ich Ihnen vorher noch eine sehr einfache Frage stellen? Russland spricht sich gegen den Einsatz von Chemiewaffen aus und findet, dass jene, die Chemiewaffen anwenden, bestraft werden sollten. Ist das richtig? Ist das eine Frage? Ich dachte, Sie wären über den russischen Standpunkt bei dieser Frage viel besser informiert. Die Antwort auf diese Frage ist offensichtlich. Ja, es ist offensichtlich. Sie stimmen also zu. Sie haben entsprechende Verträge unterzeichnet. Sie teilen die Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft, den Chemiewaffeneinsatz vollständig zu verbieten. Ja, außerdem haben wir 2017 das Programm zur Vernichtung chemischer Waffen in Russland abgeschlossen. Und diese Tatsache wurde von der OPCW offiziell bestätigt. Der gesamte Exekutivausschuss der UPCW begrüßte diesen Schritt. Die USA haben hingegen ihre Verpflichtungen leider noch nicht erfüllt und bevorzugen es, diese ständig auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Gut, vielleicht ist das offensichtlich und es ist ziemlich klar, was der offizielle russische Standpunkt dazu ist. Doch in diesem Fall müssen Sie sicher wollen, dass die Verursacher, die an dem Chemiewaffeneinsatz in Duma beteiligt waren und dafür, dass es ihn tatsächlich gab, gibt es erdrückende Beweise. Sie müssen wollen, dass diese Menschen bestraft werden. Aber warten Sie mal, Sie jonglieren wieder mit Tatsachen. Das glaube ich nicht. Es gibt keine Beweise, dass am 7. April in Duma Chemiewaffen eingesetzt worden sind. Aber es gibt Beweise. Und können Sie bitte... Emmanuel Macron und andere Vertreter Frankreichs haben klar gesagt, dass sie Geheimdienstinformationen über die Hubschrauberflüge der syrischen Regierungstruppen über Duma haben. Sie haben Bilder von Gaskanistern, die am Angriffsort gefunden wurden. Außerdem wissen wir, dass die syrischen Behörden in den vergangenen Jahren mehrfach chemische Waffen eingesetzt haben.
wenn man all diese Fakten zusammenfügt. Ich kann es mir nicht leisten, gegenüber den Oberhäuptern anderer Staaten unhöflich zu sein. Natürlich kann ich gegenüber dem Staatschef meines Landes auch nicht unhöflich sein. Sie zitieren hier die Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien und den USA. Offen gesagt stammen alle Beweise, auf die sie sich beziehen, aus den Medien und sozialen Netzwerken. Ich habe das Foto mit dem Fass, von dem Sie sprechen, gesehen. Das Fass liegt auf dem Bett. Das Bett ist dabei nicht kaputt. Das Fenster ist nicht zerschlagen. Hören Sie, Sie sollten das ein wenig seriöser angehen. Erklären Sie mir Folgendes. Wozu hätte man bomben sollen, wenn die OPCW-Inspektoren am nächsten Tag dort ankommen sollten, um alles zu untersuchen? Der amerikanische Vertreter bei der OPCW spricht darüber, dass es sehr ernsthafte Gründe gäbe, zu befürchten, dass Russland versucht, die Indizien in Duma zu vernichten. Können Sie uns von Ihrer Seite bestätigen, dass Russland nichts dergleichen getan hat? Ja, das kann ich. Aber ich möchte sagen, dass hier absolut dieselbe Logik herrscht wie bei Theresa May zum Vorfall in Salisbury. Als wir Dutzende von Fragen stellten, als wir darum gebeten haben, eine gemeinsame Ermittlung zu organisieren, als wir baten, uns den Zugang zur Probeentnahme zu gewährleisten, antwortete sie, nein, wir werden keine Fragen beantworten, bis Russland alle unsere Fragen beantwortet. Aber die einzige Frage, die sie an uns stellten, war, erzählt, wie ihr das alles organisiert habt. Hat Putin befohlen, diese zwei armseligen Menschen zu vergiften, oder kontrolliert ihr eure Chemiewaffenbestände nicht mehr? Ich denke, für jeden vernünftigen Menschen sollte in dieser Situation alles klar sein. Ich komme noch zum Skripal-Fall zurück. Zurück zu Duma. Ja, zurück zu Duma und zur Glaubwürdigkeit. Sie haben zuerst behauptet, dass es dort keinen Giftgasangriff gab. Dann wurde der Standpunkt scheinbar geändert und Sie sagten, dass dort etwas passiert sei, das aber inszeniert und von, wie Sie es bezeichnen, irgendwelchen Russophoben fabriziert worden sei. Es gab wirklich keinen Vorfall. Was es aber gab, war die Inszenierung, eine inszenierte Sache dabei. Wurden keine Chemiewaffen verwendet. Und Sie glauben, dass Großbritannien an dieser Inszenierung des Chemiewaffeneinsatzes in Duma beteiligt ist? Wissen Sie, die Geschichte kennt einige Fälle in den letzten Jahrzehnten. Was wir glauben, und unsere Geheimdienste können auf Wunsch alle notwendigen Informationen mit ihren britischen Kollegen teilen. Sie sagten, Sie hätten unwiderlegbare Beweise dafür, dass alles ein Fake, eine Inszenierung sei. Sie haben behauptet, dass die Weißhelme an dieser Inszenierung beteiligt gewesen seien. Wo sind denn diese unwiderlegbaren Beweise? Um unwiderlegbare Beweise zu haben, muss man den Ort besuchen und... Nein, wo sind Ihre unwiderlegbaren Beweise, dass die Weißhelme, die angeblich von der britischen Regierung unterstützt werden, das alles gefälscht haben? Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Wo ist Ihre Glaubwürdigkeit? Was ich sagte, ist, dass die Weißhelme dafür bekannt sind, nur auf dem Gebiet zu arbeiten, das von Rebellen, unter anderem auch von der Gruppe Jabhat al-Nusra, kontrolliert wird. Und wir wissen, dass die Weißhelme schon vor einem Jahr in Han Shihun die Trommel gerührt haben, was sich danach vom Anfang bis zum Ende als Fake herausgestellt hat. Die Weißhelme sind dafür bekannt, von einer Reihe von Staaten finanziert zu werden, unter anderem von Großbritannien. Aber das hat mit den unwiderlegbaren Beweisen nichts zu tun. Nein, Moment. Unwiderlegbare Beweise wofür? Sie sagten, Sie hätten unwiderlegbare Beweise dafür, dass ein bestimmtes russophobes Land, damit meinten Sie Großbritannien, gemeinsam mit den Weißhelmen... Warum sagen Sie, dass ich Großbritannien gemeint habe? Legen Sie mir nicht Ihre Worte in den Mund. Ich sagte, ein Land, das versucht, die russophobe Kampagne zu leiten. Bitte zitieren Sie mich richtig. Sonst wäre es nicht sehr professionell. Was die unwiderlegbaren Beweise angeht, die OPCW-Prüfer haben sich geeinigt, den Vorfall in Duma zu untersuchen. Sie reisten in den Libanon. Die syrische Regierung versicherte ihnen, dass sie, sobald sie an der Grenze ankommen, unverzüglich das Visum bekommen würden. 7 Stunden später wurde der Anschlag auf Syrien durchgeführt. Was ist der Grund, so zu handeln, einen Tag, bevor die Prüfer dort ankommen sollten?
Wenn es sich herausstellt, dass die Regierungen Frankreichs, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten recht haben und sie falsch liegen, und wenn Präsident Assad weiterhin chemische Waffen verwendet, wie schon im Jahr 2013 in Ghouta, wo etwa 1000 Menschen starben, oder wie letztes Jahr in Chanchehun, oder wie er es jetzt in Douma getan hat, wie die Amerikaner es behaupten, wenn es sich herausstellt, dass der Westen recht hat und sie falsch liegen, werden Sie dann zustimmen, dass Präsident Assad bestraft werden sollte? Schauen Sie, Sie hören mich nicht. Sie hören mir nicht einmal zu. Ich habe gesagt, dass aggressive Maßnahmen in weniger als 24 Stunden ergriffen wurden, bevor die internationalen Prüfer, einschließlich US-Bürger, wie ich es verstehe, dort ankamen, um den Ort zu untersuchen, wo der angebliche Chemiewaffenangriff stattgefunden hatte. Der Vorfall in Hanshehun hatte sich letztes Jahr am 4. April ereignet. Am nächsten Tag rief mich Rex Tillerson an und fragte, warum wir die syrische Regierung nicht aufforderten, den Prüfern Zugang zur Luftbasis zu ermöglichen, von der das Flugzeug gestartet war, das anscheinend diese Chemiebombe transportiert hatte. Am nächsten Morgen sagten wir den Amerikanern, dass eine Einigung erzielt worden sei. Sie antworteten, nicht mehr nötig, danke, und wir führten am nächsten Tag ihren Angriff aus. Als wir die OPCW-Prüfer baten, dorthin zu gehen, sagten sie, es sei gefährlich und dass dies nicht nötig sei, weil die Briten und Franzosen diese Proben sowieso hätten. Daraufhin fragten wir die Franzosen und Briten, erklärt uns bitte, wie ihr es geschafft habt, aus so einem gefährlichen Ort Proben zu erhalten. Habt ihr vielleicht Kontakt zu den Weißhelmen, die das Gebiet kontrollieren? Und sie sagten, das sind Geheiminformationen. Schauen Sie, wir haben noch viele Fakten, die geklärt werden müssen. Wir haben mehr rechtliche Fragen als die einzige Frage, die wir von den westlichen Regierungschefs, von den westlichen Medien hören. Die Frage, warum habt ihr es getan? Warum habt ihr chemische Waffen in Großbritannien verwendet? Warum decken sie Assad? Und so weiter und so fort. Und auf der Grundlage dieser Behauptungen fragen sie mich, wenn sie Unrecht haben, werden sie dann Assad bestrafen? Es ist eine sehr interessante... Sie sind der oberste Diplomat Russlands. Wenn die USA, Großbritannien, Frankreich und andere Länder davon ausgehen, dass Assad wieder Chemiewaffen verwenden wird, ist es ziemlich klar, dass eine militärische Reaktion darauf kommen würde, eine größere, als die wir schon gesehen haben. Wohin wird das führen? Wird Russland zurückschlagen? Bevor Sie das Wort wieder sagen, müssen Sie beweisen, dass er Chemiewaffen verwendet hat. Darf ich Ihnen einen kurzen... Ich habe Ihnen eine einfache Frage gestellt. Die Welt will es wissen. Nein, nein. Wenn die USA, ich zitiere hier nochmals, Nikki Haley in voller Kampfbereitschaft bleiben, wenn Sie es für möglich halten, es geht nicht darum, was Sie darüber denken, wenn Sie es für möglich halten, dass Assad wieder Chemiewaffen verwendet, dann ist es klar, dass es eine militärische Reaktion geben würde, die größer sein würde als die letzte. Was wäre die russische Antwort darauf? Wissen Sie, ich bin nicht bei einem Ratespiel. Was ich weiß, ist, dass drei westliche Länder, die jetzt mit dieser hysterischen Kampagne begonnen haben, vor einiger Zeit gewarnt haben, dass sie, wenn Assad chemische Waffen einsetzen sollte, Gewalt anwenden würden. Ich sehe das als Signal an die bösen Jungs, darunter auch die Weißhelme, zum Beginn einer Provokation. Jetzt, nach dem Luftangriff vom 14. April, erklären sie erneut, bei weiteren Zwischenfällen werden wir wieder Gewalt anwenden. Tatsächlich ist dies ein Signal an die Rebellen und an Extremisten für die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten, und sie haben darauf bereits reagiert. Unmittelbar nach dem Luftangriff versuchten sie einen Angriff auf Damaskus. Wenn jemand meint, Russland trage die Verantwortung für die Erfüllung von Assads Verpflichtungen aus dem OPCW-Übereinkommen, ist das schlichtweg unverschämt. Wir haben diese Arbeit zusammen mit den USA durchgeführt. Die letzte Frage zur Diplomatie und dann möchte ich mich anderen Themen zuwenden. Heute werden die Vereinigten Staaten dem UN-Sicherheitsrat eine neue Resolution vorschlagen, die Assad im Namen der internationalen Gemeinschaft vor der Unzulässigkeit des Einsatzes chemischer Waffen warnen soll. Sind Sie bereit, mit den Vereinigten Staaten in der UNO zusammenzuarbeiten? Werden Sie damit aufhören, gegen alle Resolutionen, die die USA und ihre Verbündeten vorschlagen, ihr Veto einzulegen? Wir sind nicht gegen alle Resolutionen. Wenn wir über die Wiederaufnahme des Untersuchungsverfahrens sprechen, das nicht transparent und unabhängig ist, und das Urteil selbst verkündet
ohne auf das Ergebnis des UN-Sicherheitsrates zu warten, dann können wir das natürlich nicht akzeptieren. Also werden Sie dagegen sein. Übrigens, wissen Sie, was ich denke, Stephen, bitte lassen Sie mich ausreden. Ich denke, dass diese Resolution mit einem einzigen Ziel gemacht worden ist. Wenn Russland und der Westen sich auf eine Zusammenarbeit einigen, was eigentlich unmöglich ist, aber wenn wir uns einigen würden, dann würden Sie es gerne so darstellen, als ob wir aus Angst vor Ihren Bomben verhandelt hätten. Deshalb enthält diese Resolution eine Forderung, dass die syrischen Behörden verhandeln müssen. Aber sie vergessen, dass die Hauptoppositionsgruppe, die sie unterstützen, die sogenannte Riad-Gruppe, vertreten durch ihren Vorsitzenden Nasser al-Hariri, vor kurzem sagte, die USA müssten weiterhin militärische Gewalt einsetzen, nicht nur beim Einsatz von Chemiewaffen, sondern überall dort gegen die syrische Regierung, wo sie den Rebellen gegenübersteht. Ein paar kurze Fragen an Sie. Glauben Sie, dass Assad aus diesem endlosen Syrien-Konflikt als Gewinner hervorgehen wird? Es geht nicht um das Gewinnen. Es geht nicht darum, ob Assad oder seine Opponenten gewinnen. Es geht um das syrische Volk, das eine Erholung von den Schrecken des siebenjährigen Konfliktes braucht. Was ist Russlands Endziel in Syrien? Vor kurzem schickte Moskau immer mehr Ausrüstung und Soldaten nach Syrien. Heißt das, Sie beabsichtigen, Assad zu helfen, bis er jeden Zentimeter des syrischen Gebietes kontrolliert? Nein, unser Ziel ist es, die Arabische Republik Syrien vor einer Aggression zu schützen, die am 14. April begonnen hat und diesen drei Ländern zufolge weitergehen wird. Werden Sie Präsident Assad mit Ihrem neuesten S-300 Flugabwehrraketensystem beliefern? Wenn dies der Fall ist, werden sich die Israelis ernsthafte Sorgen machen. Präsident Putin hat diese Frage bereits beantwortet. Er erinnerte daran, dass wir vor einigen Jahren auf Wunsch unserer Partner beschlossen haben, die S-300-Anlage nicht nach Syrien zu liefern. Nach dieser unerhörten Aggressionsaktion der Vereinigten Staaten, Frankreichs und Großbritanniens werden wir darüber nachdenken, wie wir die Sicherheit des syrischen Staates gewährleisten können. Um es klarzustellen, Sie sagen, dass das, was in den letzten Tagen passiert ist, Sie erneut zum Nachdenken bringt und Sie es für möglich halten, diese hochentwickelten Flugabwehrraketensysteme nach Syrien zu schicken? Wir sind bereit, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, um der syrischen Armee zu helfen, Aggressionen durch Abschreckung zu verhindern. Während der 7 Jahre des Syrienkrieges starben mindestens 500.000 Menschen. Mindestens 12 Millionen Menschen wurden vertrieben. Mindestens 5 Millionen von ihnen waren außerhalb Syriens. Glauben Sie ernsthaft, dass Assad in der Lage ist, das Land zu vereinen, die Wunden zu heilen und Syrien sinnvoll zu leiten? So etwas haben wir nie gesagt. Was wir sagten, spiegelt sich in der Resolution 2254 wider. Die Syrer selbst müssen über das Schicksal Syriens entscheiden. Eine neue Verfassung ist notwendig, Wahlen sind notwendig und die Syrer entscheiden selbst. Und die anhaltenden Versuche, Syrien in Teile zu spalten, widersprechen dem, was diese Menschen formell und offiziell sagen. Wenn sie über die Schrecken der Bürgerkriege sprechen, dann ist Syrien nicht das einzige Land, das leidet. Vergessen Sie nicht den Irak und Libyen. Und jetzt wollen diejenigen, die diese Länder in solche Staaten verwandelt haben, dasselbe in Syrien tun. Lassen Sie uns ein wenig über den Fall Sergei Skripal und seine Tochter Julia sprechen, die in der Stadt Salisbury im Süden Englands vergiftet wurden. Sie haben mir gerade gesagt, dass Glaubwürdigkeit und Vertrauen wichtig seien. Und Sie, der russische Außenminister, beschuldigen die britischen Geheimdienste, die für ihre Fähigkeit bereit sind, mit einer Lizenz zum Töten zu handeln. Vielleicht waren die letzten Worte ein Witz, ich weiß es nicht. Glauben Sie ernsthaft, dass jemand diese Version ernst nehmen wird? Schauen Sie, als uns gesagt wurde, dass es keine andere glaubwürdige Erklärung gibt, außer dass es Russland gewesen sein müsste, das höchstwahrscheinlich die Skripals vergiftet hatte, sagten wir daraufhin, dass es andere glaubwürdige Erklärungen dafür gibt. Aber Ihre Version ist nicht glaubwürdig. Warum? Warum denken Sie das? Haben Sie auch nur einen
Bruchteil eines Beweises dafür, dass der britische Geheimdienst versuchte, Sergei Skripal umzubringen? Also, es gibt einen alten römischen Spruch, cui bono, wem zum Vorteil. Ich finde, Großbritannien profitiert von der Provokation sowohl in Syrien als auch auf eigenem Boden. Aber Sekunde, Herr Außenminister. Jetzt ist Großbritannien wieder auf die Bühne der Weltpolitik getreten, auf eine sehr negative, aggressive und seltsame Weise. Aber, Herr Außenminister, es gibt einen großen Widerspruch bei Ihrem Standpunkt. Während des Interviews betonten Sie Russlands Engagement bei allen internationalen Abkommen und Vereinbarungen in Bezug auf das Verbot chemischer Waffen. Das ist wirklich so. Sie unterstützten auch die Aktivitäten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Das stimmt. Sie wissen besser als ich, dass die OPCW die Nervengiftproben, die in Salisbury eingesetzt wurden, in 4 verschiedene Labors geschickt hat. Und sie alle bestätigten, dass es sich um die Substanz Novichok gehandelt hat. In einer sehr reinen Zusammensetzung, wie die britische Regierung es beschreibt. Und genau das ist das Problem. Die Verwendung der A234-Substanz in einer sehr reinen Zusammensetzung und sehr hohen Konzentrationen führt zu Verdacht, das ist... Die Substanz hat eine russische Herkunft. Es ist klar, dass sie aus der ehemaligen Sowjetunion kommt. Dieses bestimmte Nervengift wurde dort erfunden. Steven, Sie halten sich nicht an Fakten. Sie sind Meister im Fragenstellen, aber nicht im Zuhören. Diese Substanz wurde tatsächlich in der Sowjetunion entwickelt, aber dann ist einer ihrer Erfinder in die USA geflohen und machte die Formel öffentlich bekannt. Sie können diese Informationen selbst überprüfen, bevor Sie Fragen stellen. Die USA haben diese Formel sogar patentiert und die Substanz wurde offiziell entweder von US-Geheimdiensten oder vom Militär aufgenommen. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. A234 ist eine sehr starke Substanz, wodurch eine Person schnell stirbt, aber dann verdunstet diese Substanz schnell. Deshalb sagen unsere Wissenschaftler, dass Proben, die 2 Wochen später genommen werden, in keiner Weise eine sehr hohe Konzentration aufweisen können. Hier sind wir wieder bei der Frage der Glaubwürdigkeit angelangt. In Russland glaubt vielleicht jemand daran, aber der Rest der Welt glaubt ihm nicht. Von 20 westlichen Ländern wurden mehr als 100 russische Diplomaten ausgewiesen, weil jeder Russland für schuldig hält. Also, wenn Sie das Thema der Substanz zu Ende besprechen wollen, am Samstag haben wir ein Dokument mit den Ergebnissen des Zentrums für chemische Analysen in der Schweizer Stadt Spiez präsentiert. Dies ist eines dieser 4 Labors, das die Substanz A234 in hoher Konzentration entdeckt hat. Aber Sie haben auch gesagt, dass... Also vertrauen Sie der OPCW nicht? Die Frage ist sehr einfach. Anscheinend vertrauen Sie ihr nicht. Für einen Briten haben Sie sehr schlechte Manieren. Der Bericht des Schweizer Labors sagt auch, dass sie zuerst die Substanz BZ gefunden haben, die, wenn ich mich nicht täusche, im Jahre 1955 in den Vereinigten Staaten erfunden und in die Armeen der USA und Großbritanniens aufgenommen wurde. Wir haben die OPCW gefragt, wem wir vertrauen sollen. Ob das stimmt oder nicht, dass zusätzlich zum A234 auch der Stoff BZ gefunden wurde. Und jetzt warten wir auf die Antwort der OPCW, der wir natürlich vertrauen. Dennoch wollen wir vertrauen und nachprüfen. Wir haben fast keine Zeit mehr und ich würde Sie noch gerne zu den Sanktionen befragen. Der US-Finanzminister wird ein weiteres Sanktionspaket gegen russische Unternehmen und Einzelpersonen beschließen, die mit dem syrischen Militär in Verbindung stehen sollen. Seit dem letzten Sanktionspaket, das die US-Regierung vor einigen Wochen eingeführt hat, ist der russische Aktienmarkt stark eingebrochen. Russland wurde in die Enge getrieben. Danke für Ihr Mitgefühl, aber keine Sorge, wir werden das irgendwie überleben. Der Aktienmarkt ist um 10% gefallen, der Rubel fiel gegenüber dem Dollar. Es gab auch in Ihrer Vergangenheit schlechte Zeiten. Denken Sie daran, als, wie hieß es noch einmal, George Soros gegen Ihre Börse spielte und das Pfund sehr tief fiel. Die Vereinigten Staaten drohen aber, nicht nur diejenigen zu bestrafen, die Kontakt zur syrischen Regierung haben.
Sie wollen eigentlich das gesamte russische Volk dafür bestrafen, dass es bei den Präsidentschaftswahlen die falsche Wahl getroffen hat. Sie sagen, dass sie den normalen russischen Bürgern niemals schaden werden, nur Oligarchen, Politikern und Militärs, die die Welt destabilisieren. Das ist aber eine Lüge. Wie ich sehe, ist ihr eigentliches Ziel, Probleme für Hunderttausende, aber Hunderttausende Russen zu schaffen. Für die normalen Arbeitnehmer. Das ist die Schwachstelle Russlands. Russland hat vielleicht die mächtigsten Atomwaffen, die Präsident Putin so farbenprächtig präsentiert hat, die derzeit angeblich die mächtigsten sein sollen. Aber die russische Wirtschaft ist schwach und anfällig. Ja, das stimmt. Und wir wissen es. Aber unsere Wirtschaft hat ziemlich viel durchgemacht, angefangen mit dem Zweiten Weltkrieg. Ich möchte Ihnen versichern, dass die Regierung und der Präsident das Reformbedürfnis voll und ganz erfassen. Und dies war das Hauptthema im ersten Teil seiner Rede an die Nation. Und im zweiten Teil sprach der Präsident über die neuesten Waffenarten und schloss mit folgendem Gedanken ab: Wir sind immer bereit für einen Dialog, solange der Dialog respektvoll verläuft und auf einem Interessengleichgewicht basiert. Eine letzte Frage noch. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte neulich, die Welt ist wieder einmal vom Kalten Krieg umgeben, der jetzt aber anders ist. Wenn es früher noch Sicherheitsmechanismen gab, die das Risiko einer Eskalation zwischen den USA und der UdSSR verhinderten, dann scheint es jetzt keine solchen Mechanismen zu geben. Diese Schlussfolgerung ist sehr unheimlich. Sie arbeiten jetzt seit 13 Jahren als Außenminister. Ist die Gegenwart die unheimlichste Zeit, an die Sie sich erinnern können? Was die Mechanismen betrifft, einer der Mechanismen ist der normale Kommunikationsweg. Die Kommunikationswege zwischen Moskau und London wurden auf Initiative der Briten geschlossen, einschließlich aller Behörden, die den Terrorismus bekämpfen. Der Dialog zwischen den Militärs wurde schon lange beendet, wiederum auf Initiative von London. Der NATO-Russland-Rat, ein sehr produktiver Mechanismus, der Vertrauen und Transparenz in den Beziehungen verbessert hat, stellte seine Arbeit auf Initiative der NATO ein. Die NATO will in dieser Behörde nur die Ukraine besprechen. Die EU hat auch alle Standorte geschlossen und kommuniziert mit uns nur über Syrien und in einigen anderen Fragen. Aber Sie haben das Gefühl, dass der Kalte Krieg wieder begonnen hat? Meiner Meinung nach ist es heute schlimmer als während des Kalten Krieges, weil es zu dieser Zeit zumindest Kommunikationswege und keine solche Besessenheit, keine Russophobie gab. Heute erleben wir Völkermord durch Sanktionen. Sie denken also, dass die Situation heute schlimmer ist als im Kalten Krieg? Ja, aufgrund des Mangels an Kommunikationskanälen, zumindest sind sie fast weg. So wird die Situation sehr gefährlich. Ich hoffe, dass nicht nur Sie, sondern auch Ihre Landsleute, auch Ihre Regierung das verstehen. Es ist schwer, sich an einen anderen Moment in der Geschichte zu erinnern, als Russland so ein großer Außenseiter war und so isoliert aussah. Im Sommer findet in Russland die Fußball-WM statt und der britische Außenminister Boris Johnson hat diese in seiner rhetorischen Ausschmückung mit den Olympischen Spielen von Hitler in Berlin im Jahr 1936 verglichen. Im Jahr 1938 fand ein Fußballspiel zwischen Großbritannien und Deutschland statt. Im Jahr 1938, also nach 1936. Sie können ein Foto von diesem Spiel im Internet finden, bei dem sowohl deutsche als auch britische Fußballer vor Spielbeginn den Hitlergruß zeigen. Worauf wollen Sie hinaus? Ich werde nicht über Boris Johnson sprechen. Wir haben uns bereits bei seinem letzten Besuch in Moskau unterhalten. Lassen Sie ihn seinen Spaß haben. Herr Lavrov, wir müssen das Gespräch beenden. Vielen Dank für Ihre Teilnahme bei Hard Talk.